Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Ja, ist jetzt wieder ein Weilchen her gewesen, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Ich weiß nur, wir haben es in der letzten Folge geschafft, einige der Oblivion-Tore hier zu schließen. Und wir haben hier jetzt Sanctor vor uns, wo ich mich auf den Weg hin machen will. So, hier ist der Weg. Ich komme nicht drauf klar, wie schnell wir mittlerweile sind. Das wird die schon relativ sehr, sehr schnell. Ist wirklich auch ein Weilchen her. Ich habe das vergessen, dass wir mittlerweile so schnell rumlaufen können. Wir brauchen kein Pferd mehr. In dem Tempo. So. Schnellster Weg nach Sanctor wäre, wenn wir jetzt durch Bruma hindurch, hier rüber, Richtung Koroll gehen und dann von Koroll aus nach Norden direkt. Würde ich sagen. Ich glaube, das wäre der schnellste Weg. So. Bruma Nordtor. Haben wir erreicht? Jeder Helden lastet auf eure Okay. Ich weiß nicht, ich wollte lesen. Vorwärts angehen. Okay. Das wäre, glaube ich, gestohlen, ja. Ist hier eine Wache? Wir sind ohne Pferd schneller. So, hol ich mein Schwert raus. Übrigens, das Schwert. Was ist das für ein Schwert, was wir jetzt haben? Kurzschwert der Stürme. Ich hätte gerne ein Langschwert. Ein dädrischen Langschwert. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich freue mich schon, sobald wir Skyrim spielen. Wir werden hier noch auf jeden Fall die Quest der Diebesgilde machen, die der Dunklen Bruderschaft, die ganzen DLC-Quests und die anderen Quests, die noch offen sind. Ich konzentriere mich jetzt aber erstmal darauf, dass wir die Hauptquest... Ach, das ist ein Schild. Die Hauptquest erstmal beenden, damit wir kein Problem haben damit, wenn wir quasi nicht mehr die Gunst der Götter auf uns haben. Aktuell ist es ja noch wichtig, dass wir irgendwie reinen Weges sind. Okay, Ritter der Neuen haben wir zum Glück abgeschlossen, wo wir auf der guten Seite sein mussten. Magiergilde und Kriegergilde. Ich habe mich jetzt gerade gewundert, warum die leuchten. Weil wir haben ja irgendwie so einen Buff oder so was, von einer Verzauberung, dass um uns herum alles leuchtet. Meine ich. So, jetzt bin ich gespannt, ob wir hier angegriffen werden. Einmal kurz speichern, vorsichtshalber. Ich habe immer noch Angst, dass mir Oblivion abschmiert. Während der Aufnahmen. Immer wieder. Irgendwie fehlt mir das so wie in Gothic hier, dass man mit E und Kuh. Wo geht das? Nee. Fehlt mir tatsächlich, so wie ein Gothic, aber mit E und Q ein bisschen die Cam, so, Kamera, so ein bisschen drehen kann. Cam. So, jetzt einmal gucken, wo sind wir schon? Okay, Anderpal-Höhle. Wir müssen noch ein bisschen rennen. Aber ich feiere das, dass wir mittlerweile so schnell sind. Warte mal. Bevor wir irgendwas machen. Nee. Nein. Hier.
Haben wir genug Hämmer? 61. Könnte knapp werden. 61 Hämmer. Um. Ja. Ja, wir sind eigentlich gut vorbereitet. So, ich glaube, da müsste jetzt eine Schlacht kommen. War das so? Die Schlacht von St. Kretor? Ich muss St. Kretor gehen. Dort muss ich den Schrein von Tibo Septim finden und Martin seine uralte Rüstung bringen. Gab's doch nicht irgendwie so, Elder Scrolls mäßig historisch, Schlacht um St. Kretor oder sowas? Oder war das zu Tiber Septims Zeiten? Moranda gefunden. Ich glaube, von hier komme ich nicht da hoch. Aber wenigstens haben wir Moranda gefunden. Kurz vor St. Kretor repariere ich einmal alles, nur um sicher zu gehen. Apropos, wegen den Skills will ich auch mal kurz schauen. Schwertkampf sind wir schon maximal, Blocken 66, da bist du noch. Schwertrüstung haben wir schon verbessert, also maximal. Wiederherstellung, da fehlt noch ein bisschen, das wäre das nächste. Dann müssen wir uns auf Blocken, Veränderung, Zerstörung und Illusion mal fixieren. Akrobatik und Athletik, ja, Waffenschmied. Ich dachte, Waffenschmied hätte ich auch schon maximal gemacht, aber anscheinend auch nicht. Okay, Waffenschmied haben wir noch ein bisschen was zu tun. Das hier ist schon der Weg dahin. Kann das sein? Nein. Das ist es noch nicht. Sprecht. Dann müsste hier gleich irgendwo eine Abzweigung kommen, oder? Hier. Beim Minotaurus. Entschuldigung. So, wir kommen hier jetzt an eine Höhle vorbei und dann Schattenrasshöhle entdeckt. Ach ne. Okay, den sind wir losgeworden. Also über die Brücke müssten wir dann nach St. Kretor kommen. Gehe ich mal von aus. Natürlich kommt da der nächste Mino. Hey! Hey! Boah. Gut,
dass ich die Waffe jetzt nicht verloren habe. Hey! Ja, sonst irgendwer. Ah, nein, das wollte ich jetzt nicht nehmen. Dietrich, darfst du wieder haben. Nein, Bambi, hier geblieben. Bambi. Ich glaube, da oben ist schon Sankt Tor. Da ist schon ein Bandit. Nein, tu Bambi nichts. Hat die irgendwas Besonderes? Nur Glasstiefel? So, jetzt würde ich aber einmal vielleicht alles. Nur um sicher zu gehen. Ist das hier schon Sankt Tor? Das sieht aus wie Sankt Tor, ja. Das hier könnte schon sein. Okay, wer ist hinter mir her? Wer hat das jetzt auf mich abgesehen? Ich sehe hier niemanden. Da! Zwergenbogen. Pfeilen nehme ich mal mit. Kann man immer gebrauchen. Ach ne, endlich. Wir haben Bambi getötet. Ich schau mir das aber alles mal hier an. So, hier haben wir Gold. So, da ist der nächste Licht. Oh, da ist er. Kann man drunter gucken? Sorry. So, nochmal kurz reparieren und heilen. Wir müssen nach da vorne hin. Was ist das hier? Wurmholz. Okay, ein einzelner Held. Schnell, zwei Helden. Der Licht da hinten hat uns aber noch nicht gefunden. Hey. So. Auch alles Zwergen.
Wo ist der Licht da? Der Stein rührt sich unter eurer Hand. Sucht ihr eine heraufbeschworene Waffe und Rüstung? Ja, komm. Die nehmen wir mit. Ich bleib bei den Sachen. Was habe ich aber für eine Dings bekommen? Ich glaube, ich habe die Schuhe bekommen. Oder? Ne, die Schuhe hatten wir. Was habe ich bekommen? Ach, hier gebundener Helm. Ja, ich bleibe lieber bei dir. Okay, dann nicht. So, wir müssen da irgendwie rein. Das ist ein richtiger Licht. Kein Unterlicht. Hier müssen wir rein. Geh einmal kurz nach oben. Hier gibt's noch Krankheitsheiltrank, nice. Ist noch ganz oben, was? Streitaxt der Flammen. Na, lassen wir. Ich muss ja nicht alles mitnehmen, was wir hier finden. Ich habe den Eingang zu den Katakomben von Sanctator gefunden. Sollte sie nach dem Schrein von Tiber Septim durchsuchen. Schrein oder Grab? Ich dachte, das wäre ein Grab oder so. Schlüssel für Zuflucht entfernt? Okay. Durch erfunden. Haben wir schon wieder einen Geist. Und blaue Flammen. Entschuldigung, ich bin. Alte Holztür. Elfenkurzschwert. Hey! Komm! Konstitution hat Schaden erlitten. Da habe ich was übersehen. Was heißt dieses F-Pointlicht unten in der Ecke? Ah, okay, das Ding geht auf der Seite nicht richtig auf.
Okay, sehr gut. Autsch. So. Einmal einen Hebel gezogen. Vielleicht nochmal kurz speichern, bevor es weitergeht. Man weiß ja nie, vielleicht stürzt das Spiel ab. Tut's bei mir irgendwie gerne. Ich weiß nicht, ob es bei anderen genauso ist. So. So, Heiltränke nehmen wir auch immer mit. Jetzt kommt's, irgendwann bricht das Ding auch ab. Untote Klinge. Okay. Der ist jetzt schon ein Boss. Antiker Klingenhelm, Rüstung nur 3. Amulett der Ansei. Ich nehme den mal mit. Antiker Klingenhelm. Geist des Rilus. Endlich, ihr habt mich befreit. Jetzt kann ich endlich den letzten Wunsch meines Herrn erfüllen. Wer seid ihr? Ich war Rielus. Treue Klinge unter dem Kaiser Tiber Septim. Ich weiß nicht, wie lange ich schon tot bin. Es scheint mir eine Ewigkeit. Was ist euch widerfahren? Kaiser Tiber Septim hatte mir und meinen 3 Kameraden aufgetragen, herauszufinden, welcher böse Geist die heiligen Katakomben von St. Kretor geschändet hat. Wir ahnten nicht, dass der Unterkönig Zurin Arctus sich erhoben hatte, um sich an seinem früheren Herrn zu rächen. Der Unterkönig besiegte uns, und mit einem bösen Zauber band er uns an den geschändeten Schrein von Tiber Septim, um diesen für alle Zeit zu bewahren. Zurin! Ist der Unterkönig noch da? Nein, er selbst ist schon lange tot. Doch sein böser Geist lebt fort und verhindert, dass Pilger zum Schrein des Tiber Septim gelangen können. Wenigstens er. Also während der endlosen Jahre unserer Sklaverei haben wir viel über unsere Niederlage nachgedacht. Ich denke, wir können den bösen Zauber des Unterkönigs brechen. Ich gehe nun, um weiter fürs Tiber Septim zu dienen. Befreit nun meine Brüder. Und gemeinsam können wir vielleicht den Fluch des Unterkönigs brechen. Lebt wohl. Was stört ihr mich? Ich muss den Schrein befreien, damit ich endlich schlafen kann. Es ist schon so lange her, dass ich das letzte Mal geschlafen habe. Boah, aber dass Zurin Arctus hier auftaucht, ich freue mich. Also, dass der nochmal Erwähnung bekommt, ich freue mich gerade wirklich. Ich dachte, dass mit dem Unterkönig, dass das irgendwie so ein Relikt aus den ganz alten Elder Scrolls-Teilen geblieben wäre. Aber ich finde es schade, dass er selber an sich schon tot ist, obwohl er ist ja anlich. Biestergespenst. Hey! Wo kommst du her? Rielus, warum hilfst du mir nicht? Er läuft einfach weiter.
Okay, da glaube ich runter wäre keine gute Idee. So, Heiltränke. So. Sagt der Torhalle der Beurteilung. Von hier kamen wir. Dann geht's hier noch weiter. Sankt Tor Gefängnis. Ich mache mir Sorgen, wenn ich jetzt runterfalle. Wir fangen mit dem Gefängnis an. Haben die eigentlich was Besonderes bei sich? Ektoplasma. Was ist mit ihnen? Auf der Kasse. Haben wir noch eine Runde? Eben Holzstreitkolben. Wadenkaster Schlüssel. Wadenkaster. Kaster. Da klingelt es bei mir irgendwie. Auf sehr Kaster. Kannten wir ihn aus vielleicht einem vorherigen Teil? Auf jeden Fall klingelt es bei mir da bei dem Namen. Kamen Elder Scrolls Online vor? Auf jeden Fall kommt mir der Name bekannt vor. So, einmal kurz speichern. Funktioniert doch. Das ist nicht schlecht. Hey! Ja, komm! So, Smaragd, wir haben mittlerweile genug Geld. Mann, ich hab so Bier. Er ist tot, aber hat wahrscheinlich hier keinen Platz, um sich totzulegen. Gehe ich mal von aus. Einmal nochmal speichern. Da ist die nächste Klinge, die befreit werden muss. Na du? Untote Klinge.
So, wer bist du jetzt? Ich habe die zweite der verfluchten Klingen eliminiert, die Sankt Tor bewachen. Dadurch kann sein Geist seinen Gefährten helfen, den Fluch des Unterkönigs vom Schrein von Tiber Septim aufzuheben. Ich sollte meine Suche nach den beiden verbleibenden untoten Klingen fortsetzen. Ich kenne euch. Ihr habt mich befreit. Befreit auch meine Brüder, wenn sie denn immer noch versklavt sind. Gemeinsam werden wir den Schrein von der üblen Magie des Unterkönigs säubern. So, antiker Klingenheld. So, uraltes Akaviri-Katana. Ich nehme den mal mit. Waldemars Schild. Was? Okay, dem Bereich sind wir fertig. Oh, ich muss mal gucken, ob von... Gucken, ob von dem anderen da... Rielus? Das hat auch ein Schild, das mit Namen. So, aber das haben wir jetzt auch befreit. So, hier war das. Antiker Klingenschild. Uraltes Akaviri-Katana. Ja, okay. Nix wert. Katana ist zumindest 180 wert, aber nee. Da war keine Tür. Hier war eine. Nochmal speichern. Vielleicht nochmal alles reparieren. Gleich zwei. Na super. Ja, komm. Die wollen, glaube ich, nicht so wirklich sterben. Kann das sein? Okay, Akrobatik hat sich wieder verbessert. Nice. Das hier hin? Nice. Alter, wie viel Gold? Warte, da war noch einer. Ich glaube, an die komm ich so nicht dran. Gab es keine weitere Tür, von da kamen wir. Aber da gab es noch einen anderen Weg, der... Vielleicht kommen die von da. Ja,
Nee. Doch. Genau, von hier müssten die gekommen sein. Autsch. Wo führt das hier hin? Sankt Tor Katakomben? Geh da noch nicht hin. Von hier kamen wir. Eingangshalle, ja. Hier, mit dem kann ich nichts machen. Ich höre ein Skelett. Das heißt, der müsste gleich da unten sein. Ich höre ihn dort. Alter. Dass ich erstmal 50 Kilometer fliege. Goldene Halskette nehme ich mit. Ich bin momentan schweigsam, natürlich. Kann ich dann wenigstens meine Sachen reparieren? Da ist er. Na, Kollege? So, auch einmal befreit. Der hat aber kein Schild. Ich habe die dritte der verfluchten Klingen eliminiert. Die Sangretruppe bewachen. Ich muss die letzte der verfluchten Klingen finden und vernichten, damit der erlöste Geist den Geistern seiner Gefährten bei der Aufhebung des bösen Zaubers helfen kann, der den Weg zum Schrein von Tiber Septim blockiert. Pastner. Habt ihr Allah oder Waldemar gesehen? Rielos fiel in der unteren Kammer. Wir wurden getrennt. Der Nebel blendete uns. Nein, das war der Traum. Ich bin jetzt wach. Ich muss den Eid erfüllen, den ich dem Kaiser geschworen habe, bevor ich endlich ruhe. Mixashis Beil. Aber von Rielos war kein Item irgendwie, was einen Namen hatte. Wir haben jetzt seinen Beil mitgenommen. Ich bin hier, glaube ich, zu weit. Da muss sie abbiegen, genau. Ich habe mich wieder erschrocken. Ich dachte, da kommt wieder einer. Katakomben. Wir gehen zuerst dahin. Hier müsste der nächste sein. Ja. Tatsächlich, hier ist der nächste.
Klingenhelm, antiker Schild. Alle verfluchten Klingen von Sankrator wurden eliminiert. Ihre befreiten Geister sind im Versuch zum Schrein von Tiber Septim geströmt, dessen lange zurückliegende Verzauberung durch den Unterkönig aufzuheben. Ich sollte mich augenblicklich zum Schrein begeben. Vielleicht hatten sie bei ihrer letzten Quest ja Erfolg. Nordwind. Allein. Trete zur Seite. Im Namen von Tiber Septim und den Klingen. Wagt es nicht, mich aufzuhalten. Ich glaube, er war der Anführer. Okay, hier kommen gleich noch ein paar Geister. Suchen? Särge? Irgendwie nicht, schade. Einmal nochmal alles reparieren. Nur um sicher zu gehen. Mal die Dinger durchsuchen? Ne. Zu der nächsten, nein. Magie reicht wieder nicht aus. Natürlich. Die ist aber auch so teuer. Gold-Edelsteinring. Alter, immer dieser Schlag, der... ...100 Kilometer weit wirft. Noch einer. Irgendwo. Beinschienen der Reinheit. 9000 sind wir. Einmal kurz nochmal speichern. Alte Tür zu Sankrator Eingangshalle. Hier hinten waren wir aber noch nicht. Einmal noch mal kurz zurück. Wir müssen alles mitnehmen, was wir hier finden können. Mit der Hoffnung, eventuell Lane ist ja hier durchgegangen. Aber wo kann man hin? Ging er hin? Jetzt ernsthaft? Durch die Wand? Also wir hatten jetzt keine andere Wahl, außer den Weg jetzt zu gehen. Aha.
Wahrscheinlich kam er von hier. Was ist das? Halle der Beurteilung. Waren wir schon. Okay. Dann haben wir jetzt alle oben abgeschlossen. Speichern wir, bevor wir da jetzt reingehen. Grab. Zankretor Grab, der Kaiser von Rehman. Die Geister der vier verfluchten Klingen haben den bösen Zauber von Rein von Tiber Septim gelöst. Der Weg zur Rüstung ist nun frei. Ich dachte, es kommt jetzt Thurin. Also zumindest seine Lichtgestalt. Rüstung von Tiber Septim. Ich habe die Rüstung von Tiber Septim. Jetzt sollte ich sie zu Martin in den Wolkenherrscher-Tempel bringen. Grab von Rehman, hier liegt Rehman der Dritte, letzter Kaiser der Syrodiit. Fluch der Dunkelelfen, Opfer grausamen Verrats im Jahre 2920. Er regierte 43 Jahre. Ich dachte, ich könnte es looten. Kann ich mit den vier nochmal reden? Wir haben unsere letzte Pflicht erfüllt. Erhobenen Hauptes gehen wir nun zu Aetherius. Lebt wohl. Okay, er geht. Wir haben unsere letzte Pflicht erfüllt. Erhobenen Hauptes gehen wir nun zu Aetherius. Lebt wohl. Lebt wohl. Wir haben unsere letzte Pflicht erfüllt. Erhobenen Hauptes gehen wir nun zu Aetherius. Lebt wohl. Wir haben unsere letzte Pflicht erfüllt. Erhobenen Hauptes gehen wir nun zu Aetherius. Lebt wohl. Lebt wohl. Ruht in Frieden. Ich bin jetzt enttäuscht, dass Thurin nicht da war. Aber schön, dass er zumindest nochmal irgendwie Erwähnung bekommen hatte. Nach Daggerfall hatten wir ja nichts mehr von dem gehört. Alter, Akagiri-Katana nehme ich trotzdem an. Hier, ich habe Gold vergessen. Das habe ich eingesammelt. Das auch. Es war aber wirklich schön, nochmal was von Thurin zu hören. Auch wenn es nur ein böser Geist war. Hey! Ich habe vergessen, dass die Truhe schon genug war. Die hier auch. Ich denke immer, diese Wurzel ist ein Feind. Was ist denn das für eine Wurzel? Und wessen Skelett ist das? Automatisch gespeichert. Können wir selber eigentlich die Rüstung einmal anziehen?
Was sind das für Beinchen? Ah, Vulkanglas. So, Rüstung ist Tiber subtil. Sieht aus wie eine Ebenerzrüstung, nur ein bisschen anders. Meine hat einfach doppelt. Meine Dedra-Rüstung hat einfach doppelt so viel Rüstungswert. So, jetzt will ich aber einmal auf der Karte gucken, wenn wir den Weg hier gehen. Kommen wir an einem Oger. Autsch. Benutzt ein Schild. Drecksbär. Oh nein. Tschüss. Kommt ihr hoch? Herren in Oblivion. Okay. Gegen den? Gegen Batista hat kein Problem. Hier geblieben. Können wir verkaufen? Ne, mitnehmen. Mitnehmen. Hat er sonst nichts. Steck fest. Über die Brücke wahrscheinlich. Ist das ein direkter Weg nach Boma? Wir sind jetzt auch bei den Geralbergen oder Geralbergen. Bergkatzen, kein Problem. Die gehen schnell. Die Bären sind diejenigen, die einen richtig fertig machen können. Jo, Echo-Höhle, da waren wir schon mal. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier aber in der nächsten Folge weiter und suchen uns den Weg wieder zurück nach Bruma. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!